Das Bundesverfassungsgericht hat vor schon einiger Zeit entschieden, dass es ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung gibt oder besser Recht auf informelle Selbstbestimmung und hat das aus Artikel 2 Grundgesetz abgeleitet. Im Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen in Würzburg möchte ich heute darüber reden. Herzlich willkommen bei Glück, Kanzlei für Strafrecht. Mein Name ist Christina Glück. Ich bin Strafverteidigerin und Gründerin der Kanzlei. In Würzburg gab es vor ein paar Tagen eine erneut grausame Tat. Es ist ein junger Mann ums Leben gekommen. Es gab eine Auseinandersetzung in der Würzburger Innenstadt. Es soll ein Messer im Einsatz gewesen sein zwischen vier jungen Leuten. Zwei schwer verletzt und einer an seinen Verletzungen gestorben. Das ist alles schrecklich genug und die Polizeiarbeit läuft auf hohen Touren. Ich möchte dieses Verfahren unter einem ganz anderen Aspekt heute beleuchten, nämlich erklären, was ist das Recht auf informelle Selbstbestimmung und was bedeutet das World Wide Web heutzutage für Neuigkeiten, die alle interessieren. Sobald wir eine Neuigkeit erfahren, sind wir alle aktiv im Internet tätig. Wir recherchieren über Google, über Facebook, was es so alles gibt. Sehr, sehr viele, auch Ältere, haben mittlerweile Accounts auf Facebook, auf Twitter, Instagram und nutzen das täglich, manchmal sogar mehrere Stunden. Nach dieser schrecklichen Tat oder dem schrecklichen Ereignis in Würzburg ist sofort begonnen worden zu posten, zu schreiben aus allen möglichen Seiten. Man hat die Trauer gegenüber der Familie des Opfers und für das Opfer sofort mitgeteilt an alle. Und nun ist tatsächlich auch etwas passiert, was erstaunlich ist. Es ist ein Bild desjenigen veröffentlicht worden, der verdächtigt wird, die Tat begangen zu haben. Sprich, der verdächtigt wird, mit einem Messer einen anderen getötet zu haben. Das ist eine Art Profilbild, das heißt, man sieht den Kopf und man sieht den Kopf komplett, nichts verpixelt, nichts verstellt. Das heißt, es gibt einen Post mit dem Profilbild des Verdächtigen, der sich in Untersuchungshaft befindet und jemand, der dieses Bild gepostet hat, hat drunter sogar noch den Kommentar geschrieben, ich hoffe, du bleibst dein Leben lang hinter Gittern. Dankbar ist das aufgenommen worden, von vielen, vielen geteilt worden, das Bild des Verdächtigen. Und natürlich mit Hunderten von Kommentaren, die alle bekunden, dass er der Böse ist und dass das ganz schrecklich ist, was er getan hat. Das ist nichts anderes als A, die Verwendung eines Bildes, an dem man kein Recht hat. Denn das Recht auf das Bild meines Gesichtes hat jeder Einzelne. Deswegen war diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch so wichtig zu sagen, in Zeiten des World Wide Web gehören meine Personalität immer noch mir und ich darf grundsätzlich erstmal über das Bild meines Gesichtes selbst verfügen. Und wenn jemand ein solches Bild missbraucht, dann ist er mir zumindest schadensersatzpflichtig. Nur mal weitergesponnen, was ist, wenn sich herausstellt, der junge Mann war unschuldig oder es lässt sich eine Schuld nicht beweisen? Dann könnte man sogar noch über eine Straftat nachdenken, nämlich über die Verleumdung nach § 187 Strafgesetzbuch. Die Bild-Zeitung hat das Bild sehr dankbar aufgenommen, hat aber das gemacht, was wir erwarten von guter Presse. Sie hat einen Balken über das Gesicht gelegt. Örtliche Zeitungen haben gesagt, das ist uns alles viel zu heiß, wir zeigen dieses Bild gar nicht. Kann ich verstehen, denn es ist einfach sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich gefährlich, dieses Bild komplett zu veröffentlichen. Das hält aber natürlich die Bevölkerung nicht ab, auf Facebook und Instagram und wo auch immer mit diesem Bild zu arbeiten und entsprechende Kommentare abzugeben und eine vehemente Vorverurteilung auszusprechen. Was sagt unser Gesetz denn dazu? Wir haben ein Recht auf ein faires Verfahren. Das steht in unserem Grundgesetz, das steht in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Ein faires Verfahren, das ist auch in der Strafprozessordnung so geregelt, bedeutet, dass die Ermittlungsbehörden objektiv arbeiten müssen und sowohl B- als auch Entlastendes ermitteln müssen. Wie schwierig wird es werden, Entlastendes zu ermitteln, das ist grundsätzlich schon menschlich schwierig, wenn sich die Meinung vor Ort schon festgelegt hat in der Bevölkerung, das sind die Guten, er ist der Böse. Eine solche Ermittlung wird so gut wie unmöglich gemacht. Wie soll ein Richter, wie soll insbesondere ein Schöffe
mit derartigen Informationen umgehen, die er vor Beginn des Verfahrens, und das wahrscheinlich in einem Jahr stattfinden wird, in massivster Art und Weise in den Medien, in den sozialen Netzwerken gelesen hat. Ein Schöffe darf normalerweise gar nichts über das Verfahren wissen, wenn er in die Verhandlung geht. Er sollte vielleicht den Namen kennen, damit er entscheiden kann, ob er vielleicht voreingenommen ist, weil er den betroffenen Angeklagten kennt. Aber ein Schöffe sollte das Verfahren überhaupt nicht kennen und nur aus der Hauptverhandlung entscheiden und urteilen. Das geht nicht mehr bei einer derartigen aufwendigen, ja fast schon Hetzjagd, die im Internet stattfindet. Und das ist sehr schade, denn es macht unseren deutschen Strafprozess und unsere Ermittlungen endgültig kaputt. Das heißt, diejenigen, die nach Rechtsstaat schreien, merken gar nicht, dass sie genau diesen Rechtsstaat versuchen abzuschaffen durch nicht durchdachte Posts. Und deswegen erinnern wir an dieses Recht auf informelle Selbstbestimmung. Wir erinnern daran, dass es ein objektives Verfahren geben muss und dass man jedem die Chance auf dieses Verfahren auch gewähren sollte. Wir alle waren nicht dabei, jedenfalls die meisten von uns, und sollten nicht unvoreingenommen einfach eine Meinung bilden, sondern erstmal abwarten. Und das würde uns allen gut tun, wenn wir sagen, unser Rechtsstaat geht verloren oder ist sogar schon verloren, wäre das der erste Schritt, zu zeigen, wir wollen ihn auch wieder reparieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über jedes Like und über jeden neuen Abonnenten.